Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich leite die Produktabteilung der Handschuhe bei Puma und heute stelle ich euch den Puma 1 Protect vor. Wie ihr seht, ein komplett neues Modell, viel, viel moderner als der Vorgänger. Schon optisch sieht man, dass er nicht mehr so breit und voluminös ist wie normale Protektionshandschuhe. Von der Entfernung sieht er eigentlich aus wie ein Handschuh ohne Protektion. Aber ich zeige euch jetzt, wie das alles genau im Detail ausschaut. Der Handschuh selber hat nur noch Latex hier in der Punching-Zone, wo man wirklich braucht, wenn man den Ball wegfausten will. Auf den Fingern ist nur noch Textil mit dieser Silikonverstärkung, damit man ein sicheres Gefühl hat. Der ganze mittlere Bereich auf der Handoberfläche ist nur noch aus Textil. Das heißt, super Atmungsaktivität, sehr leichtgewichtig und wesentlich weniger Wasseraufnahme bei Regen. Trotz allem hat der Handschuh natürlich die Protektionsstäbchen innen drin. Hier haben wir den Zipper auf der Unterseite vom Handschuh, den man einfach aufmacht und dann kann man ganz leicht an die Stäbchen rankommen und dann kann man sich den Level von der Protektion selber kreieren. Das heißt, man kann entweder in allen vier Fingern oder nur in einem Finger, je nach Wunsch kann man sich dann praktisch den Protektionslevel selber einstellen. Das Stäbchen ist extrem flexibel, also macht wirklich jede Bewegung des Fingers mit. Aber sobald es bei 180 Grad ankommt, blockiert es und es ist fast unmöglich, das Stäbchen zu überstrecken. Das heißt, ihr seht, ihr habt maximalen Schutz gegen Überstreckung auf dem Finger. Und wenn ihr das mal seht, das sitzt komplett bis auf die Oberhand, also der Druck wird bis auf die Handoberfläche übertragen und dadurch ist wirklich ein maximaler Schutz für die Finger vorhanden. Das Stäbchen kommt auch im Profibereich zum Einsatz und dann meistens, wenn irgendwelche Fingerkapselverletzungen vorhanden sind, wo Torhüter dann trotzdem weiter trainieren oder spielen wollen, dann werden in einzelne Finger, die eben verletzt sind, diese Stäbchen eingesetzt und dadurch nimmt es beim Überstrecken des Fingers den Druck aus den Kapseln. Das schiebt man wieder rein und dann macht man unten den Reißverschluss zu und die Stäbchen können immer rausfallen. Auf der Innenhand haben wir den regulären Schnitt, damit man wieder maximale Fangfläche hat. Hier auch wieder den doppelten Daumenwrap, auch für die Vergrößerung der Fangfläche, wie auch die verlängerte Innenhand, damit man auch beim Heranziehen vom Ball dann noch Grip hat. Auch hier haben wir auf der Oberhand die Finger negativ eingenäht. Das heißt, der Handschuh sieht an für sich viel, viel, viel enger, viel komfortabler als vorher. Dann die Schichtel sind aus Mesh wieder, damit man wirklich wieder Atmungsaktivität hat, dass auch Luft reinkommt in den Handschuh. Dann haben wir den Textil hier runter, also keine klassische Bandage, sondern auch hier dieses angenehme Textil. Trotzdem dehnbar, kann man trotzdem super in den Handschuh reinkommen. Und wie ihr seht, wenn man dann in dem Handschuh drin sind, gibt es keine unnötigen Falten, nichts steht ab. Wenn man dann noch diesen elastischen Wriststrap hier zumacht, hat man einen super engen Sitz im Handschuh. In dem Handschuh haben wir in allen fünf Fingern Protektionselemente drin. Aber wie ihr seht, die sind super flexibel, man spürt keinen Druck. Selbst wenn man den Ball faustet, kein Druckpunkt, sehr angenehmes Tragegefühl. Man spürt eigentlich die Protektionsstäbchen überhaupt nicht. Da das Daumengelenk ein Rotationsgelenk ist und in mehrere Richtungen sich bewegt, haben wir für das Stäbchen auch eben ein spezielles Stäbchen, das nicht nur in eine Richtung geht, sondern eben auch hier hoch geht, damit wirklich der Schutz von dem Daumengrundgelenk maximal erfolgt. Das ist der Puma 1 Protect und kommt am 5. Juli 2019 auf den Markt.